Sorry, ich musste gerade niesen, hab's aber doch nicht gemacht. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr niesen müsst? Aber ihr kennt's bestimmt. Und da können wir gleich abchecken. Ah. Ah. Cooles Konzept. Ja! Das Spiel ist von 2004. Ja, von 2004. 2007 wurde es neu von Playlogic aufgelegt. Davon gibt es PC, PlayStation 2, Xbox und eine Wii-Version sogar inzwischen. Fenster öffnen. Fenster öffnen. Was? Was? Studenten öffnen so das Fenster. Jetzt mal Tee trinken. Jetzt geht das Spiel erst richtig los. Den kann sie mal nehmen. Schöne Musik. Ich glaube, da drin sind wir sicher. Schauen. Ohne Griff lässt sich dieser Schrank nicht öffnen, okay. Geh durch das Fenster. Wir können auch wieder gehen. Das wäre zu einfach, oder? Also wenn ich solche Schreie hören würde, dann würde ich gehen. Uns abhauen. Das ist jetzt so meine. Wir können echt wieder gehen? Ob das wäre zu einfach? Nee, die sagen uns dann, wir können jetzt nicht gehen. Das ist. Nee, wir machen das jetzt schon richtig. Wir gehen auf die Party, auf die wir ursprünglich auch gehen wollten. Ja. It's gonna be a hell of a party. A hell of a party. Yeah. What are all these engravings? They're hiding something. Nehmen. Geil! Das hat ja schon Amnesia-Style. Ah, okay. Hier kann man bestimmt später noch irgendwas machen. So, wie kann ich mein... Okay, das ist mein Schnellmenü. Ah, das ist mein Schnellmenü. Nee, das ist... Ja doch, das ist mein Schnellmenü. Aber wie wähle ich es aus? Wie wähle ich es aus? Ich kann beim Schnellmenü nichts auswählen. Ah, das ist, weil ich, ja, ich komm doch gleich. Ah, okay, hier kann ich die Waffen auswählen. Ich muss mich hier jetzt erstmal ein bisschen einleben, ja? So, kommen wir immer ins... Nee, das ist nicht das Menü. Weiter mit der Story, ja. Der Tabulator ist auch nicht das Menü. Ich habe das Menü nicht belegt. Kann ich? Option. Ich kann es doch belegen. Aktionen? Nee, Schnellmenü. Nächster Gegenstand, vorheriger Gegenstand. Ja, das wäre ganz cool. Ja. Wenn man... Hast du genug Tasten? Ich glaube, ja. Analogsticks. Ich weiß nicht, ob das was... Ob mir das dann die... Eigentlich... Also, ich gucke einfach mal, ob das... Doch, es zerstört mir alles. Was denn? Es zerstört mir, dass ich... dann nicht mehr gehen kann. Brauchen wir einen Schnellwaffenwechsel? Steuerkreuz? Das habe ich auf dem Schnellwaffenwechsel. Das ist das Problem. Brauche ich einen Schnellwaffenwechsel? Bestimmt für zwei Waffen. Ach, wisst ihr was? Nächster Gegenstand.
und vorheriger Gegenstand. Wir brauchen keinen keinen Waffenwechsel. Welcher Schalter hast du denn jetzt? So, Bewegung. Ganz wichtig, nach hinten bewegen. So. Ganz wichtig. Ganz wichtig nochmal spielen. So, Aktion. So, das ist schon mal klar. Inventar. Öffnen, schließen. Ah! Das wäre vielleicht ganz gut. Auf Start. So. Nee, auf Start, Mann. So. Können wir jetzt wieder gehen? Dann? Ja, Start. So. Jetzt hast du die Taste 1 wieder falsch belegt. Richtig. Das heißt, Aktionen. Abbrechen wäre dann wieder hier auf, ne? Mhm. Das war doch die Taste. Ja. Menü öffnen, schließen. War doch gerade belegt. Das war Schnellmenü, glaube ich, oder? Nee, das war Inventar. Also Inventar und Menü sind zwei Sachen. Menü öffnen, schließen, das ist Menü, ne? Mhm. Escape. Passt. So. Ja. Waffen wechseln. Das geht auch noch so mit dem Mehrwegschalter. Ist gut, also mit meinem Steuerkreuz. Mhm. So. Wisst ihr was? Das passt so. So, und was wollte ich jetzt? Schnellauswahl. Ja. Ich wollte wissen, wie. Wo habe ich denn jetzt nochmal das Schnellmenü aufgerufen? Mehrwegschalter? Ah, nee, ich hatte das Schnellmenü da, wo ich jetzt das Inventar habe. Gut. Kann ich die Objekte auch hier benutzen? Rein. Ich will es jetzt nicht ausprobieren. Kannst du ja später machen. Kann ich später machen, ja. Ich kann jetzt immer noch die Waffen wechseln. Ich könnte jetzt aber auch im. Wisst ihr was? Laufen ist eh nicht drin. Das Schnellmenü öffnen wir, indem wir auf dem Analogstick rumtippen. Schnellmenü. Mhm. Ah ja, da öffnen, schließen. Haha. So. Oder Select. Ne, Select wechsle ich den Charakter. Oh, jetzt muss ich das gedrückt halten. Das heißt, ich muss dann. Okay, das kriegen wir schon irgendwie hin. jetzt lass uns das Spiel spielen. Ja, mache ich. Keine Sorge. Schaukasten sind Trophäen der Universität. Jetzt nicht mehr. Nehmen. Ah, wir brauchen 3 dieser kleinen Schlüssel, um ein Spezial in jedem Level zu finden. Jedes Level hat 3. Jedes Level hat 3 dieser Schlüssel und eine Kiste, wo man dann die Schlüssel einsetzen muss. Jetzt frage ich mich, wieso ist hier eine Pistole drin? Im Billardzimmer. Studentenwohnheim. So, das ist das Billardzimmer. Nur ein paar leere Flaschen, Staubfänger. Das hier ist unser Speicherpunkt. Oh. Diese Blume da, oder was es auch immer darstellen soll. Mhm. Das Problem ist, wir können an jedem Speicherpunkt nur einmal speichern. Mhm. Im kompletten Spiel. Das heißt, ich will jetzt noch nicht speichern. Eine Schnellspeicherfunktion hat das Spiel übrigens nicht. Ach da. Ich kenne den Code nicht. 1, 2, 3, 4. Das klappt nicht. Oh, schade. Ich hole mir gleich die Pistole, nur noch einen Moment. Kamzubehör für den Bakteriologieunterricht zu kaufen. Tür ist blockiert. Den Feuerlöscher kann man nicht nehmen, ist ja auch wohl logisch. Wer nimmt denn schon einen Feuerlöscher? Tür ist blockiert. Okay, dann bin ich mir ziemlich sicher, wo es jetzt weitergeht. Ah, ein Spieler kann. Ah! Der zweite der 3 Schlüssel. Okay, wer auch immer hier so dumm rumschreit. Bisschen Depp. Interessant, so. Wie laut die schreien können. Nehmen. Die Party geht wohl ab. Die Party geht gut ab. Amy muss sich das ansehen. Amy, sieh dir das an. Da ist bestimmt der Code drin.
Amy untersuchen. Ah. Ich denke, ich muss natürlich Fähigkeit drücken. Ah. 1873. Alles klar. Ich bin mir ziemlich sicher, für was das ist. Mhm. Hat sich gerade das Bild kleiner gemacht? Die Auflösung? Nee, ne? Die war schon so. Nein, die war so. Hat mich gerade ein bisschen irritiert. Ja, vielleicht, weil das ganze Spiel so dunkel ist und das an den Rändern dann gar nicht so auffällt. Amy, lässt du mich jetzt bitte durch? Danke. Wie war das? 1? 8, 7, 3. Seht ihr, Freunde, so geht das. Und ich hab eine. So I won't be shooting my load tonight then, huh? You just save your ammunition for later. Das heißt, wir kommen heute noch zum Schuss, das ist gut. So, jetzt wollen wir speichern. Möchtest du diese Blumen wirklich berühren? Ja, Mann! Herzlichen Glückwunsch, du bist tot. Ja, speichern, bitte. Danke. Boah, die Eukalyptus-Scheiße. Riecht es nicht? Oh, I love it, doch, aber ich muss gerade näher dran gehen. So, wie gehe ich hier wieder raus? Speichern? Ah, speichert noch, okay. Speichern erfolgreich. Wow, that thing blew my mind. Oh ja, das hat gerade. Das hat gerade echt mich weggeflasht, ey, diese Eukalyptus-Kacke. Da liegen sogar die Original-Chips von den Amis. Geil. Ich bin so ein Depp, ich hätte die Pistole ausrüsten sollen, denn jetzt kommt so ein fettes Teil. Ach ja, stimmt. Diese Dinger, die müssen wir später mit Spritzen einsaugen. Das Sekret, das da drin ist, weil das wirkt auch als Gegenmittel, glaube ich, ja, oder so irgendwas. Jetzt müssen wir da durch. Objektliste. Schlüssel. Ja. Ich weiß, wie man die Sachen benutzt. Da habe ich früher immer so lange dran gehangen, bis ich das Objektding da aufgerufen habe und dann 5000 Tasten auf einmal drücken konnte. Geh mal zurück auf den Baseballschläger, ich will keine Munition verbraten. Oh. So viel zum Thema Munition verschießen. Ja. Wie lade ich nochmal nach? Ist auch scheißegal. Das Ah, I know it. Das Zielen da ist scheiße. Das ist automatisches Zielen. Das ist automatisches Zielen. Du kannst nichts dran ändern. Ich bin da weg. Du bist doch dieser Türsteher von vorhin, ne? Ja, jeder das, was er verdient. Karma is a bad bitch. Die Party geht doch erst richtig ab. Concentrate, Kenny. Oh, das erste Rätsel. Our lives might depend on it. Don't worry, I have no intention of dying in a library. Das sowieso nicht. Hier sollte ich echt den Baseballschläger benutzen. Wäre ich mich gerade richtig? Achso, so schlägt man. Wie bei Half-Life hier. Die Headcrabs. Ja, die Headcrabs. So, das erste Rätsel besteht daraus. Wir müssen jetzt Sexualität der Frösche. Interessant. Bücherregal Richtig. Und zwar müsste es dann am Ende das Zeichen ergeben, dass, beziehungsweise ich muss es so stellen, das Motto der Party ist Delta Alpha Gamma, glaube ich. Nee, Delta Gamma Phi. Ja, genau.
Und jetzt muss ich das so ordnen, dass es auch dieses Motto ergibt. Das ist Delta. Das ist Delta, das kommt also in die Mitte. Ja. Das Problem ist, wenn ich den jetzt so verschiebe, kommen die anderen nicht mehr da durch. Ja. So, ich glaube aber... War das wirklich Delta Gamma Phi? Weiß ich nicht. Aber was ist das für ein Zeichen? Keine Ahnung. Warte. It's been around for 200 okay. years. Ja, guck doch. All the members are supposed to help each other, like a family of sorts. And they're highly selective. Well, I won't be joining anytime soon. I'd rather die. Also Milo guckt jetzt nicht die Lösung von dem Rätsel nach, sondern welches Symbol welchem entspricht, dass wir das nicht ganz cheaten. Oder müssen wir das in die Mitte schieben? Es kann sein, dass wir das auch in die Mitte schieben müssen. Ah, das ist das große Gamma. Das andere ist großes Phi. Nein, Theta. Theta. Also. Theta. Ah. Gamma, Theta. Das hier muss ganz an den Anfang. Ja, das ist Theta. Ja, ich bin doch schon dabei. Gibt's hier nicht irgendeine Notiz, die auch noch darauf hinweist? Ich glaube ja. Ja, kann gut sein. Das L bedeutet jetzt was genau? Das ist Gamma. Okay. Gut, dann war das tatsächlich... Das ist ein umgedrehtes L. Ja, ja. Und spiegelverkehrt. Wir müssen das jetzt so hinstellen, so dann können wir das hier... Wir können die Sachen echt zeitwärts, das ist geil. So. Ja, Freunde. Gar kein Problem. Theta, Delta für Gamma, oder wie? Yep. So, ja. Aber ich glaube, das muss jetzt alles in die Mitte. So, es müsste aber auf jeden Fall noch eine Notiz geben, wie man das Rätsel lösen kann. Die muss es hier echt geben, komm schon. Ich muss es ganz ans Ende schieben, das kann auch sein. Ganz ans Ende, ja. Das kann ja auch sein, das ist ja bekanntlich immer das Rätsels Lösung. Das ist bekanntlich bekannt. Ja. Jetzt ist die Frage, ist das jetzt andersrum? Oder ist es Delta, Theta, Gamma? Wir probieren alles aus, Freunde. Wir haben den ganzen Tag Zeit. Das sind ja nur... drei Zeichen und somit begrenzt Möglichkeiten. Neun. Ja. Ja. Und wir haben jetzt schon einige. So. Ich bin mir relativ sicher, dass Gamma auf jeden Fall da hinten super steht. Außer der Raum wäre jetzt noch verkehrt. So, jetzt probieren wir jetzt alles in der Mitte. Wenn das nicht geht, haben wir immer noch alles unten. Ja. Somit erweitern sich die Möglichkeiten. Aber nur geringfügig. Das ist wunderbar. Was passiert dann eigentlich, wenn... Kann ich das zusammenschieben? Warum schieben wir die einfach nicht zusammen? Ich weiß nicht, was passiert. Irgendwas Cooles. Bücher, Wissenschaft. Irgendwie muss das... Es muss einen Hinweis geben, ja. Und ich weiß auch, dass es einen gibt, nur ich finde den gerade nicht. Ja. Das Bild. An der Wand, links, war irgendeine Schrifttafel. Links, da? links. Ja, das ist, habe ich mir vorhin schon angeguckt, da ist nichts. Das ist die Abschlussklasse. Vorne also. War auch noch einer. Musst du irgendwas entziffern oder so? Oder bist du begabter als der im Büro lesen? Tatsächlich ist er begabter, denn sie sagt andere Sachen. Halt ein, ich gehe mal kurz Nase putzen, bis
Ah, bis gleich.